Und damit wieder herzlich willkommen bei Dungeon Defenders, bei Failfriend TV und unserem Special Guest, die Milkshake. Hi. Hallo. Hallöchen. So, Cross sagte, der Dante hat ein neues Aftershave. Eude Arsch, nennt sich das. Und ich wusste vorher, wie es heißt. Oh, ist ohne, normal, ohne weil du ja ein Arsch. Neues Aftershave hast. Aber wenn Cross schon schluckt, also dann möchte das schon was heißen. Wir waren etwas voreilig, wir haben schon mal ein bisschen vorgebaut, weil das ist eine echt beschissene Map, die wir jetzt hier haben. Und. Wir hatten ja schon mal versucht, ein Let's Play zu starten, aber. Ja, durch technische Fehler, ne? So hier und da mal ein bisschen was kaputt gegangen. Sag doch gleich, weil ich nicht dabei war, meine Fresse. Ja, ich wollte dich dabei haben, Dante, wir geben es zu. Ja. Ich bin ready. Deswegen wissen wir uns, was auch uns hier jetzt erwarten wird. Haben wir auch schon ein bisschen was vorgebaut da. So. Ja, Kraus. Mensch. Dann kommt her! Kommt her! Du kommst nicht vorbei. Meine Waffe ist verstanden. Oh, nein. Ja, ich seh's schon. Nix damals. Das liegt auch daran, der eine hat gesagt, macht über, ist das ein Feuerelementarwaffe. Eine war gerade gegen Feuer resistent. Okay. Außerdem macht die Nummer auch noch Blitzschaden. Crystal wird angegriffen. Achso, war schon da. Okay, na gut. Ist das eigentlich immer Tati, die so lacht? So. Mana sammeln, Dante geben. Ich werte die beiden hier auf der linken Seite schon mal auf. Nödler, du da ist. Ja, die aufwerten würde ich sie jetzt nicht. Ich hätte die jetzt eigentlich gebraucht für hinten. Ein bisschen was Verteidigung, also das Mana jedenfalls. Ja, hier liegt noch ein bisschen mehr Mana rum. Na gut. Dann klatsche ich, So, ich kann noch welche bauen, wenn du noch welche brauchst. Dringlingengeschütze. Ja. Also eins mindestens noch. Stell am besten hier. Hier so dazwischen. So ein Harpunengeschütz nach dahin. Auf. Harpune? Also Ballista meinst du oder was? Ja genau. Für eure Weiber, Viber, wie die Viecher auch immer heißen. Webern. Für Weiber. Weiber. Du hast Weiber gesagt. Ich hab nicht Weiber gesagt, das ist falsch. So, das wird. Braucht ihr noch Mana für hinten oder? Sekunde, ich baue jetzt erstmal. Ich hab nur 140, also ein Triklang Dingsbums kann ich immer noch bauen. Weil ich würde dann eher sagen, dass wir die beiden hier vorne noch aufwerten. Ja, dann wertet ihr die beiden da hinten auf. Ich baue hier dann mit meinem Mana nachher noch Verteidigung hin. Dante, hier bei mir. Ach, bei dir? Okay. Hier drüben. Ja, ha. Stress mal nicht. Ja, komm. Sir Herzchen unterwuchs. Du hast schon eine Glatze, weil du so viel Stress machst. Also komm mal runter. Nein! Stress! Hast du noch Mana? 60 habe ich noch. Hau raus. Dante hat also was gegen Glatzen, okay? Gut zu wissen. Ich habe nichts gegen Glatzen. Ich will bloß das Bärchen mal ein bisschen chillt. Und zwar seine Nuggets, Mann. Na, welche da hinten liegt übrigens eine Waffe? Hey, die sind doch schon alle Beete aufgewertet. Ach nee, ich brauch. Nichts besser für mich. Nee, ich brauch 200. Ja. So, von mir aus. Kann ich nicht. So, jetzt kommen sie auf jeden Fall hier vorne schon mal nicht durch. Ja, das ist richtig. Hey, kleinen Stinker! Vorsicht! Ah! Oh, wie Tati eben auch gleich wieder ins Ohr schreit. Kam gerade einer angeflogen. Ja. Dann hättest du bestimmt nicht geschrien, wenn er langsam gekommen wäre. Bam!
sauber, ich komm zu euch nach vorne. Easy going hier. Ja, kommt alle zu her. Kommt zu Papa. Easy going, bitch. Und die bösen Worte hier. Ach komm. Yay, Level auf die. Yay. Könnten die auch theoretisch von oben hier runterfallen? Nein. Gut. Also theoretisch, wenn du nachhilfst, dann ja, aber normalerweise machen sie sowas nicht. Okay. Also nicht so nach dem Motto Tati stressen. Genau. So, eins muss auf 2 aufgewertet werden. Bis. Habt ihr noch ein bisschen was mal übrig? 160 habe ich noch. Boah. Nein. Nice. Weißt du, dafür bin ich gut genug. Dafür bin ich gut genug, weißt du, für Mana abgeben, weißt du? Naja. Sonst ignoriert er mich. Wie ist da? Oh, ist das ein Schwert? Cool sieht denn das Teil aus. Ist aber total scheiße. Hey Schnüffel. Schön baut er das dahin. Ja, geil, ne? Total konzentriert, weißt du. Man darf ihn ja nicht ansprechen. Nee, ich hab's nur dann gebaut, um euch ein paar Kills zu klauen. Naja, mir schon klar, du Lappen. Quatsch. Nee, hier kommt ja wirklich gleich eine Menge. So, ist noch dann zum Milky und dann können wir weitermachen. Achso. Sorry. Ja, alles gut. Jetzt gibt's auf die Backen. Da, 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 da. Komm, greif das Ding da. Ach, das mit den Heilern ist so mies, ey. Siehst du das, wie meine Blitzgeschütze hier rumschießen, Miki? Mhm. Ich liebe diese Dinge. Oh, okay. Ich bin hier fertig. Oh, hier waren irgendwo Attentäter. Attentäter. Also hier, Selbstmörder, meine ich. Ja, auch nicht rumschleichen hier, zwei Hunde. Tati, da lag noch eine Armbrust oder sowas hier. Weiß ja nicht, ob die besser ist. Nein, nein. Aber guck mal, hier kann ich jetzt mal die Dinger hinbauen. Fall der Fälle. Fall der Fälle. Achso, wir haben gar keine Abwehreinheiten mehr. Nee.
Nee, ich habe gerade die letzten, ja, 8 verbraucht für einen Turm. Okay. So ein bisschen paranoid bist du schon, ne? Wer, ich? Hm? Warum? Was ist das für ein geiles Teil? Der ist geil, ne? Guck mal, was da für ein Schaden war. Guck mal, geh mal ran und guck mal eh. Mit einem Schuss macht er einen Schaden von 3440. Boah. Aber dafür braucht er auch 15,2 Sekunden, um sich zurückzusetzen, ne? Ja, das ist auch gar nicht. Eigentlich. Ja, dann gehen wir hier hin. Gehen wir auf meinen linken Magieturm hier. Der schießt alle 0,95 Sekunden. Also von mir aus kann man. Ja, ich wäre ebenfalls bereit. Kampfphase. Boah, deine Reichweite. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Der schießt vom Kelch bis auf die Tür drauf. Na, das sind so Heiler. Vorsicht! Alter! Ja, die sind ein bisschen was nervig. Oh, ich hab's ein Schwert. Zwei Schwertmann-Typen gerade hier. Oh, da kommt kein Doch, da kommt ein Sieger mit. Alle Heiler platt machen, ja. So, hinten ist wieder sauber. Mhm. Ne, da kommen noch. Was? Nein, nicht lang. Das passt schon, dafür sind meine Kiste wieder. So, ich würde sagen, sauber. Hallo? Hier mal weg hier. Wie aber wieder bei mir Gegnerschnorren kommt. Ich komme keine Gegnerschnorren, ich will einfach nur die Folgenlänge nicht so lang machen. Letzte Welle. Yeah. Ernsthaft? Mir fehlen noch 59 Punkte zum Levelaufstieg. Haha. Ja gut, sowas ist natürlich immer blöd. Ich würde sagen, Bärchen, scheiße gelaufen. So, wir kriegen einen Oger mit. Ach ne, ja, wenn es bloß einer ist. Ja. Einer ist keiner. Noch irgendwas Grünes rum. Bei Bärchen liegt was Grünes. Was ist das, oder eine Rüstung oder sowas, ja? Naja, Handschuhe sind das. Hm. Also deswegen der Aufwärtsstufen. Ach verdammt! Was denn jetzt? Bei Milky mir kommt auch ein Ogre raus. Mhm. Also haben wir zwei oder was? Jo. Ja. Gut, um den da unten brauchen wir uns ja erstmal nicht. Hey, das war mein Schwert! Kann ich das wieder haben? Nee, lass ruhig, verkauf's ruhig. Ich hätte es bloß verkauft. Das gibt's nicht, die sammelt jeden Scheiß ein, verstehst du? Alles, was du zu Geld machen kannst. Ja, komm, ja. Bist du schon Level 19? Weiß ich nicht. Ja, weil er hackt, genauso wie du. Ja. Achso, wir sind jetzt beide die Hacker, okay? Ja. Ne, jetzt ist Crossmar Hacker. Okay. Da bin ich gerne.
Hauptsache ich bin Level vor dir. Anders schaffe ich's ja nicht. Mir ist das egal. Juckt mich ein Scheiß. So, ich wäre ready. Was jetzt für einen Schaden macht er? Boah, 5416, Junge. Da geht was, ja? Ja, geht ordentlich was, Junge. So, der Kampf der Kämpfe. Ogre ist da. Ja, eurer. Mücki, wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ja? Ja, dann sag ich Bescheid. Ist auch für Mücki. Achso. Okay. Überladung. Ja, das macht Splatt, du Hund. Unser Ogre ist down. Ja, meiner auch. Heile, heile. Ruhig und konzentriert auf einmal alle so. Natürlich. Anstrengend hier. Kristall irgendwo. Ja, eurer. Gärchen? Alles gut. Wir sind ja da, wir sind da. Achso, okay, alles klar. Oh, ich bräuchte mal eine ruhige Ecke, ansonsten bin ich weg. Ja, dann heil ich. Ich bin da. Ja, ich stehe ja mittendrin hier im Getümmel. Scheiß Bogenschützen. Ist voll geil, wie sich einfach beim Bärchen alle selbst klopfen und einfach stehen bleiben. Errungenschaft freigeschaltet, wahrer Wandel. Yay. Was ist das? Wahrer Wandel? Nein, wahrer Wandel. Ja. I don't know. Von Aufstieg. Juhu, Level 20. Oh. Habe ich nicht irgendeine Waffe mit Level 20, die ich ausrüsten konnte? Nein, hattest du nicht. Hey! Rang 20! So, wollen wir vom Hacken reden, oder? Alter, das war Cheaten. Ist auch dasselbe. Da liegt das. Oh, Tati, hier kannst du aber sammeln und Kohle machen, ja. Ja, ja. Ja? Da, weißt du, kaum sagst du es schon, hörst du es nur noch Klallong, Klatschong, Klatschong, Klallong. Wird erstmal alles einrasiert hier. Ja, du fragst ja gar nicht.
Ja, ist ja, du musst dich ja schon schneller laufen und alles einsammeln hier. Ist ja eh nur Rotze. Alles Schlechte. Ja. Ne, ich hab grad viel grünes Zeug gehabt. Ja, ja, dann rege dich aber nochmal auf, dass du mal kein grünes Zeug kriegst. Ja, wenn ihr mir mal das wegschnappt. Ja, aber dann bist du einfach nur zu langsam. So. Ja, ja. Das kann. So, bevor das jetzt hier aber ausartet und wir in den Kaufrausch verfallen. Was, so wie bei Borderlands? Am Automaten? Ja, diese einarmigen Banditen. Genau. Wo ab und zu auch mal eine Handgranate rausfällt. Was? So was gibt's? Ja, dann so ein komisches Vieh anfängt rumzulachen. Sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen oben lassen. Schaut beim Rest vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.